Hallo Micha, ja, ich habe mir mal gedacht, euch heute zu zeigen, wie man ein Rinderbret macht, das heißt ein Grundbret, um zum Beispiel eine Krakauer herzustellen. Vielleicht habt ihr Lust und schaut mal einfach zu, dann geht's jetzt los. Das Herstellen eines Rindergrundbret. Was brauche ich dafür? Natürlich Rindfleisch. Im Allgemeinen ist es so aufgebaut, dass ich hier mageres Rindfleisch brauche und fettiges Rindfleisch brauche. Ich bin aber nicht so verpicht auf Rindfleisch, also fettiges Rindfleisch, weil das Fett selber ist nicht besonders gut. Deswegen nehme ich gerne Schweinespeck, also Rückenspeck. Hier habe ich 100 Gramm, hier habe ich 500 Gramm und NPS mit Bretvisol und etwas Wasser. Wichtig ist immer dabei, für mich zumindest, dass es gefroren ist. Da muss ich kein Eis zusetzen. Und hier natürlich genauso. So, für was brauche ich das Rindergrundbret? Für verschiedene Wurstsorten. So zum Beispiel wie eine Krakauer. Okay, wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch. So, was ich natürlich immer brauche, um auch gut zu mengen, eine größere Schale. Hier kommt mein Rindfleisch rein. Mein Speck, damit das Ganze auch ein bisschen cremiger wird. Und das Wasser mache ich zum Schluss rein. Das mache ich deswegen, damit das Ganze ein bisschen feiner wird. Und hier das Nitritpökelsalz und das Prednisol mache ich gleich hier erstmal rüber. Das muss ich natürlich nachher wieder noch mit einmengen hier drinnen, damit das gleich aktiviert wird, während des Durchlassens. Ich habe natürlich wieder eine 2,5 mm Scheibe genommen. Das ist ganz wichtig, dass es schön fein ist. Gerade bei Rindfleisch. So, und hier muss ich natürlich dann auch noch meine Sachen drin mengen. Okay, dann kommt hier die Schale wieder vor. Es kommt erstmal zur Seite, ist ein bisschen Wasser. Und dann fange ich an, das Ganze durchzulassen. Das muss ich jetzt nicht zeigen, glaube ich, wie man das durchlässt. Das kennt jeder. Das Ganze macht ja nur Krach. Okay, dann geht's los. So, ich habe das Ganze jetzt durchgelassen. Ihr seht, wie schön das geworden ist, gerade weil es angefroren ist. Oder mehr gefroren statt angefroren. So, jetzt kommt das natürlich hier rein. Gar keine Frage. Und Zutaten und so weiter. Das seht ihr jetzt gleich bestimmt wieder, wird oder eingeblendet zwischendurch oder steht wieder unter meinem Video. Ich glaube, das brauche ich schon gar nicht mehr groß zu erzählen für meine Fans. Und für diejenigen, die das erste Mal schauen, es steht, ich mache immer die Zutaten, die werden immer zwischendurch eingeblendet oder die stehen unter meinem Video unter Beschreibung. Okay, und jetzt ist es ganz wichtig, dass ich das Ganze vermenge. Es muss natürlich eine schöne, weiche, cremige Masse werden, dass sie nicht auch zu trocken ist. Das ist nicht gut, da ich kein Kutter habe, ist es ja schwierig. Jetzt mache ich das Wasser da ein bisschen zwischen und fange an, das Ganze richtig schön kräftig zu zermengen. So, das habe ich jetzt gut vermengt. Das war es jetzt, das war jetzt das Grundbret und wie ich das Ganze dann verarbeite, das seht ihr dann in einem weiteren Video, zum Beispiel Krakauer. Okay, hoffe meine kleine Doku hat euch mal wieder gefallen. Ich sage einfach mal ciao, euer Micha. Wiesel, Butze, ciao.